Herzlich willkommen zum Schulungsvideo zum Thema Organisation und Stille aufbauen. Mein Name ist Sarah Zollinger von der StartNow.Support AG. So ein bisschen allgemein zum Thema. Mit der Version 2024 ist das Programm 6315 Organisation neu konzipiert und umgebaut worden. Der Hauptantrieb von der Abacus für den Umbau war vor allem das zentrale Interesse an der Organisation. Das bedeutet, weil immer mehr Module auf die Organisation greifen und darum ist die Datenstruktur im Hintergrund auch optimiert und angepasst worden. Das Programm 6315 kann man natürlich über mehrere Module aufrufen. Das heisst, ich kann es auch über Zeiterfassung, Broi mit N aufrufen, über das HR mit T oder über den Lohn mit 6315. Das ist immer das gleiche Programm. Das heisst, wir würden mal hier einsteigen, um eine neue Organisation anzulegen. Wenn wir jetzt schauen, ich habe bereits schon mal ein 0, ich habe hier eine Organisationsstruktur angelegt mit dem 10. Und da kann man genau eine zweite anlegen, wenn man hier aufs Pfeile geht und sagt eine neue Organisationsstruktur. Wenn man gar keine bestehende hat und in das Programm einsteigen tut, dann kommt automatisch folgendes Dialogfenster, was so aussieht. Und da kann man dann die neue Organisation anlegen. Das Datum mitgeben, ab wann sie angelegt werden soll. Und jetzt kommt eben die grosse Frage, möchte man die Struktur nach Stellen oder nach Mitarbeitern? Stellen kann man nur mit der Option Stellen führen. Nach Mitarbeitern kann man sie immer eröffnen. Und da kommt es auch darauf an, je nachdem, wie man es anlegen will, schlussendlich, oder welches Modul zwingend Stellen benötigt. Als Beispiel die neue Kreditorenbeleg. Die Visierung, die braucht die Stelle oder beim Arbeitszeugnis braucht es die Stelle oder beim Bewerbermanagement. Bei Mitarbeitergesprächen muss sie nicht zwingend nach Stelle angelegt werden. Da kann man auch das Mitarbeitergespräch direkt auf den Mitarbeiter führen oder auch bei der Zeiterfassung. Stellen werden mehr so geführt. Ich mache mal ein Beispiel. Man hat eine Person, die zwei Funktionen hat. Zum Beispiel die HR-Fachfrau ist gleichzeitig noch Teamleiterin im Administrationsteam. Das heisst, sie muss gleichzeitig an zwei Stellen oder an zwei Organisationseinheiten vorhanden sein in der Organisation. Und wenn man es nach Mitarbeiter macht, ist das natürlich nicht möglich. Das heisst, man muss sich immer überlegen, okay, muss eine Person an zwei Orten sein und dann braucht man sicher die Stellen, damit sie die zwei Teams visieren kann. Wir würden sie also heute nach Stellen anlegen, damit wir nachher später auch Stellen im Stellenstamm können erfassen. Dann Ebene führen, sicher ein Flag stehen lassen, dass wir eben auch hier den Visierungsprozess schön nach Ebene gliedern können. Als zweites kommt auch gerade ein Dialogfenster für die Ebene zum Definieren. Das heisst, man hat immer die oberste Ebene, muss sich da auch gut überlegen, okay, wie viele Ebenen habe ich überhaupt in der Organisationsstruktur? Das heisst, wir haben hier sicher das Management zuoberst und dann haben wir noch eine zweite Ebene mit den Teams. Wenn es jetzt da irgendwelche Unterabteilungen hätte, also Abteilungen, Unterabteilung und dann nochmal ein Team darunter, müssen wir natürlich da auch mehrere Ebenen anlegen. Es ist aber auch so, wenn man das mal angelegt hat, dann kann man jederzeit hier oben draufklicken auf das Icon und kann auch jederzeit mehrere Ebenen noch ergänzen. So, dann sieht das mal so aus. Ich befinde mich hier also in der Organisationsstruktur 20, Muster GmbH. Sie ist gültig aber am 01.01.2024. Und jetzt kann ich hier sagen, neue Organisationseinheit. Und schon kommt es hier mit der ersten Ebene, die wir vorhin angelegt haben. Und jetzt kann ich hier eine Nummer mitgeben. Da ist immer wichtig, dass man sich so ein bisschen im Vorhinein überlegt, okay, wie möchte ich schlussendlich die ganze Organisation anlegen. Bedeutet, es muss auch ein bisschen Logik mit den Nummern dahinter haben. Es wäre also schön, wenn es jetzt zum Beispiel das Management
200 hätte oder weil die Organisationsstruktur ist 20 oder das Management irgendwie 20 hätte oben oder 10. Eben das sehen wir nachher so ein bisschen. Es sollte einfach ein bisschen logisch sein. Wenn man eine grosse Organisation hat, macht es sicher Sinn, dass man das Ganze mal auf Excel niederschreibt und so ein Beispiel macht mit den Nummern, eben damit es am Schluss auch ein bisschen eine Logik dahinter hat. Das heisst, ich tue dir mal anlegen, wo du von der übergeordneten Organisation sicher alles übernehmen. Jetzt möchte ich hier noch ein Unterteam anlegen, weil wir haben ja vor zwei Ebenen angelegt. Das heisst, er bringt mir auch gerade die zweite Ebene. Und da kann ich jetzt zum Beispiel 200 sagen für das untere Team. Auch da fragt er mich, ob ich Daten möchte übernehmen von der übergeordneten Organisation. Und auch da kann ich mit Ja bestätigen. So, das wäre jetzt einfach mal eine Organisationseinheit. Wenn ich hier switche auf die Stellen, hat es natürlich noch nichts. Wir müssen die Stellen anlegen im Stellenstamm. Wenn ich auf Mitarbeiter switche, dann sehe ich da die, die aktuell beim Mandant zugeordnet sind, die muss man noch in die Abteilungen verschieben. Aber das machen wir erst, wenn wir die Stellen angelegt haben und zugeordnet haben. Das heisst, wir würden jetzt hier schliessen und den Stellenstamm wechseln. Und auch da ist wichtig, oder, dass es so ein bisschen Sinn macht, das Ganze mit den Stellennummern. Das heisst, wir befinden uns so aktuell im 200er Bereich. Das heisst, ich sage sicher, okay, 20'000, die Stellennummer ist sicher Geschäftsleitung. Da kann ich mitgeben, per wann die Stelle geschaffen worden ist. Da kann ich den Beschäftigungsgrad auch auf der Stelle führen und das einfach mal zwischenspeichern. Und auch da, man kann jenste Sachen auf der Stelle führen, wie Budgetierung, Beschreibung, Versicherungen. Das heisst, man führt wirklich das ganze Zeug auf der Stelle und müsste sie nicht mehr auf den Mitarbeiter führen. Der Vorteil da ist zum Beispiel, wenn jemand Austritt hat, dann muss man nicht alles immer von Anfang an wieder hinterlegen bei einem Mitarbeiter, sondern es bleibt eben auf der Stelle und die Stelle kann man wie weitergeben. Weil man kann sie beenden beim Mitarbeiter, wo der Austritt hat und kann sie beim neuen Mitarbeiter per dem Datum wieder hinzufügen. Jetzt würden wir hier eine neue Stelle machen und auch da gibt es eine Möglichkeit, dass man die Stellen kopieren tut. Also wenn ich jetzt mehrere Stellen hätte, die Geschäftsleiter sind, kann ich auch da einfach alles kopieren, dann ist es für mich einfacher, oder? Weil es ist tatsächlich so, es braucht pro Mitarbeiter eine Stelle. Also wenn man jetzt zum Beispiel 20 Kundenberater hat, dann würden wir da 20 Stellen anlegen. Ich brauche aber keinen Geschäftsleiter mehr. Das heisst, ich will eine ganz neue Stelle anlegen und habe in meinem Team Mitarbeiter, das heisst, ich fange hier an, ab 20'500, lasse ein bisschen Abstand zu der oberen Stelle. Ich könnte aber auch zum Beispiel sagen, okay, die Stelle mache ich mit einem Null mehr, zum Beispiel. Einfach so ein bisschen nach einer Logik, dass es so ein bisschen schön aussieht, schlussendlich. So, auch da sage ich, okay, die Stelle gibt es schon seit dem 1.1.24 und du so abspeichern. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen in die Organisation und auf die Stelle wechseln, dann sieht man, okay, die zwei Stellen sind bereits da oder auch die könnte man jetzt hier unten dran den Organisationen zuweisen. Aber als erstes wechseln wir mal in den Stellenstamm. Jetzt könnte man die Stelle direkt am Mitarbeiter zuweisen. Das heisst, ich kann daraus aus der Stelle den Mitarbeiter hinzufügen oder, und sagen, okay, zu welchem Mitarbeiter gehört die Stelle, da unten durch und den auswählen. Oder ich sage, ich tue die Zuordnung direkt im Personalstamm vorne. Das heisst, auch das ist möglich. Ich habe hier die Lasche-Organisation. Stellenbelegung, ich kann sagen, neuer Eintrag,
Auch hier 1.1.24. 100% beleidigt. Mein Beispiel von vorher, wenn jetzt diese Person mehrere Stellen würde besetzen, dann würden wir hier natürlich das Pensum anpassen, damit es einfach immer 100 ergibt. Dann würden wir hier die Stelle holen. Und sagen hier, das ist die Hauptbelegung des Mitarbeiters. Wie gesagt, wenn die Person mehrere Stellen hat, dann würden wir auf der Hauptbelegung natürlich einfach das Flag setzen und nicht auf jeder Stelle. Da würden wir das Gleiche machen. So, und jetzt wechseln wir nochmal in die Organisation. Und sehen jetzt hier, okay, es hat sich schon verändert, und zwar ist die Stelle am Mitarbeiter zugewiesen. Und jetzt würden wir auch Zuweisung in die Organisation vornehmen. Das heisst, wir ziehen den Geschäftsführer per sofort, also nicht ab einem gewissen Datum, weil wir eine neue Organisation machen, direkt in die Einheit hinein und da ebenfalls. So. Da hätten wir schon mal unsere kleine Organisation. Und ihr seht jetzt von den Nummern her, oder? Es soll ein bisschen Sinn machen, das sieht gut aus. Es gibt auch Unternehmen, die auf Kostenstellen gehen. Das heisst, man kann die Nummerierung auch nach Kostenstellen machen. Ja, es soll einfach ein bisschen schön aussehen. Dann müssen wir unbedingt hier die Rolle zuweisen. Das heisst, es gibt Standardrollen von der Abacus. Das wäre einmal der HR-Verantwortliche, Recht für Simulation im Portal, Stellenzugriffsschutz und der Vorgesetzte. Auch da kann man alle zusammen markieren und in die bestehende Organisation verschieben. Und sieht jetzt hier, wenn wir wieder in die Organisation wechseln, dass wir direkt auf der Stelle ein bisschen weiter unten noch die Rolle könnte zuweisen. Also ich könnte jetzt hier sagen, okay, das ist der Vorgesetzte. Er hat das Recht für die Simulation im Portal, das heisst, im MyAbacus-Portal darf er jeden Mitarbeiter, der ihm unterstellt ist, gemäss der Organisation simulieren. Und da hätten wir einfach einen Mitarbeiter. Falls man das HR hätte, könnte man auch dort die HR-Rolle verteilen. Was man auch machen kann, ist, dass man den Vorgesetzten gerade erkennt, den Obersten, kann man das Flag da setzen auf den Vorgesetzten. Speichern, zumachen und jetzt sieht man schön, wie, ich nenne das den Löffel, da blau geworden ist. Damit man auch alles macht, was dazugehört, vor allem für Zeiterfassung oder Abendplan, ist auch wichtig, dass man in den Applikationseinstellungen unter der Zeiterfassung oder Projektverwaltung auch die richtige Organisationsstruktur zuweisen, damit sie auch greift. Natürlich ist das immer individuell pro Modul, oder? Das wäre jetzt einfach das Beispiel für die Zeiterfassung. Dann müssen wir noch die alte Organisation in die neue Organisation migrieren, da wir uns auf der Version 2024 befinden. Das braucht man folgende Property. Den muss man im Service Manager mit der korrekten Mandantennummer hinzufügen und speichern. Der wird noch in diesem Schulungsvideo im Infoteil verlinkt. Und bevor man die Property hinterlegt, muss man unbedingt sicherstellen, dass sich zu diesem Zeitpunkt kein User im System befindet, sei es ATK oder ein SS-User. Hat man das Property hinterlegt und startet man dann die neue Organisation, kommt das Dialogfenster, wo man nochmal mit OK bestätigen muss, dass man die neue Organisation möchte anlegen. Dann kommt noch ein Infoteil, auch das kann man mit OK bestätigen. Und sobald man das bestätigt hat, greift auch die neue Organisation. Als Unterschied zum Zeigen, das wäre die alte Organisation. Man sieht, nur schon ein Vorteil ist die Darstellung. In der neuen Organisation, da im Hintergrund, sieht man schön auf einen Blick die Rolle, die zugewiesen sind an einer Person oder an einer Stelle. Und da sieht man es nicht auf einen Blick. Man muss wirklich innerhalb schauen. Das heisst, ich muss jetzt hier auf die Rolle
Man muss weiter unten bei der Rollenverteilung prüfen, okay, wer hat welche Rolle. Da vielleicht noch als Info. Die alte Organisation, also die, ich blende sie nochmal ein, die wird bis und mit Version 2025 weiterhin unterstützt. Ab der Version 2026 wird ausschließlich mit der neuen Organisation geschaffen und die wird dann auch migriert, sobald man updatet. Dann würden wir als letztes noch Kontrolllisten rauslassen von der Organisationsrolle. Wir führen die Organisation Stellen, darum tun wir die auswählen, damit Ansicht mal bestätigen. Und die ist natürlich mega nützlich, wenn man eine grosse Organisation hat, weil man da eben die ganze Organisationsrolle inklusive Stellen kann prüfen. Das wäre es vom neuen Schulungsvideo. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen oder Anliegen habt, könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden. Und sonst danke ich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.